Okay, wir machen weiter bei unserer Aufgabe, die 10 Königinnen der Feuerfliegen zu besiegen. Da sind, glaube ich, noch, ja, diese paar Nester hier übrig. Ja, genau genommen könnten wir natürlich jetzt einfach abhauen, ne? Jetzt, wo wir den Stachel haben. Aber dann würden uns die ganzen Viecher die ganze Zeit verfolgen und so, das ist auch nervig. Oh, das wäre ja auch interessant, ob der noch irgendwas hätte hier, aber ich glaube nicht, dass es, also, wenn er nur Trauernah heißt, dann... Was? Wir können es aber mal schnell versuchen. Folgt mir. Los. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher. Jetzt wo. Okay. Nichts Wichtiges. Oh, wir können aber noch mal ich weiß gar nicht, wie das hier hieß. Nee, Quatsch. Hier hinten gibt es ja noch diese paar Gebäude und den Boronsanger. Und da hatten wir ja auch schon mal dieses Mädchen, was vergiftet war. Vielleicht gibt es da ja auch noch mal bei den Boron-Geweihten oder so eine Quest. Wir nehmen ja hier alles mit. Von 3 Seiten. Ist aber auch... Jeder kann hier die jeweils anderen treffen. Wenn sie da so im Dreieck stehen und in der Mitte das Vieh ist. Das ist total bescheuert, aber... Okay, im Game ist es ja auch mal lustig, ne? Okay. Dann ballern wir mal ein bisschen weiter. Oh, das ist die Königin. Und unser guter Riesenhirschkäfer geht da hinten im hohen Gras fast unter. Naja. Aber die dürften, wie gesagt, noch nicht mal durch die schwereren Rüstungen durchkommen. Ja, so ein Schuss hier direkt vor sich. Der wäre mit den normalen Regeln von DSA 5 gar nicht möglich gewesen. Dann hätte man entweder in den Nahkampf wechseln müssen oder einen Schlag mit der Armbrust durchführen müssen. Wo ja in, ich glaube, im Rüstkammer 2 Buch oder so, glaube ich, auch steht, wie viel Schaden das dann macht. Also wenn man mit irgendwelchen unüblichen Dingen zuschlägt. Ja. Ja gut, wobei ich glaube, es gibt eine Sonderfertigkeit auch bei DSA 5. Ich glaube, im Mentorischen Kompendium 2, die die sagt einem durchaus, dass man auch einfach so schießen kann, meine ich. Ich glaube, das gibt es. Oder mit einer Erschwernis dann schießen kann oder so. Was zum... Müsst ihr euch denn so anschleichen? Für einen Moment dachte ich schon... Der sieht ein bisschen alanfanisch aus, ehrlich gesagt. Dachtet ihr, was? Also, in den letzten Nächten wurden immer wieder Gräber geschändet. Die Särge waren ausgegraben und geöffnet. Und die Leichen, die nicht verschwunden waren, wiesen Bisswunden auf, als hätte etwas davon gefressen. Oh, 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 oh. Das waren wahrscheinlich Ghule, denke ich mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Quest von damals kenne, weil der entlegene Boron-Geweihte hier auf dem Friedhof, auf dem Boronsanger, der geht einem ja eventuell auch mal schnell durch die Lappen bei solchen Folge-Quest-Möglichkeiten. Allerdings war ich, glaube ich, damals in der DSA 4.1-Zeit auch sehr gewissenhaft
Da gab es noch nicht so viel Ablenkung mit irgendeinem digitalen Zeug und ja, Smartphones waren auch noch nicht so richtig da, glaube ich. Also das war alles noch so eine langsamere Zeit, sage ich mal, wo ich dann eben auch mich sehr auf gewisse Dinge konzentriert habe und die großflächig abgegrast habe. Aber man hat, glaube ich, auch mit ihm zu tun, wenn man andere Charaktere spielt, mit irgendwelchen Quests, die man dann machen soll. Ich glaube, bei Magier, wenn man den als Mentor dann hat, wenn man dann selber einen Magier spielt, dann muss man, glaube ich, hier irgendwas beim Bohrengeweihten machen. Und vielleicht ist das, was wir jetzt hier machen sollen, ja irgendwie das Gleiche, bloß als extra Quest verpackt. Mal gucken. Habt ihr denn eine Idee, was es gewesen sein könnte? Ein wildes Tier vielleicht? Nein, nein. Seit längerem schon beschleicht mich eine dunkle Ahnung. Seht ihr die Gruft dort? Dort ist die Familie eines Adelsgeschlechts aus der Entstehungszeit Nadoretz zur letzten Ruhe gebettet. In letzter Zeit glaubte ich immer wieder, Geräusche aus ihrem Inneren zu vernehmen. Doch wenn ich verharrte, um zu horchen, war nichts mehr zu hören. Ich sage euch, irgendetwas Schreckliches lauert. Wenn euch das so sehr besorgt, warum habt ihr dann nicht einfach nachgesehen? Die Zwölfe bewahren, nein. Auch wenn ich ein Diener Borons sein mag, so verfüge ich doch nicht über die Möglichkeiten, die nötig sind, um mich solchen Dingen zu stellen. Ich dachte da vielmehr an euch. Ja, das kann gut sein. Ich meine, er ist jetzt eh nicht unbedingt der Typ, der dann angreift oder so mit Waffenwerten und Rüstung. Und wenn er dann auch nicht unbedingt die entsprechenden Liturgien hat. Wenn ihr schon hadert, diese Gruft zu betreten, muss ich darüber erst gründlich nachdenken. Auf bald. Nein, wir helfen natürlich, ne? Na, wenn es weiter nichts ist. Ich jedenfalls habe keine Angst. Muss ich etwas Bestimmtes beachten? Das will ich wohl meinen. Seinerzeit wurde vom Familienoberhaupt verfügt, dass die Gruft mit Fallen und etlichen Schlössern zu sichern sei. Um sicherzustellen, dass deren Ruhe niemals gestört wird. Um hineinzukommen, benötigt man diesen Schlüssel. Er wird seit jeher von Borongeweihten zu Borongeweihten weitergegeben. Ihn braucht ihr, um weiter in die Gruft vorzudringen. Mehr weiß ich leider nicht. Ich werde schon herausfinden, was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Ach, du fehlst mir so sehr. Und nicht nur mir. Auch dein Freund Holdwin ist total am Boden zerstört. Weißt du, ich sehe ihn jetzt öfters. Er hat sich sehr lieb um mich gekümmert, wo ich dafür traurig war. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Havena gehen will. Ich denke, das würde uns beiden gut tun, findest du nicht? Wo uns doch die Trauer um dich so verbindet. Hoffentlich erfährt Vater nichts davon, bevor wir weg sind. Du weißt ja, wie sehr er Holdwins Familie hasst. Also diese Details so zwischendurch, ne, muss ich schon sagen, das ist schon cool. Habe ich aber auch, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Insofern ist es natürlich umso dieser, dass wir hier irgendwie noch... Ich mach. Ah, stimmt. Hier hatte ich natürlich so abgelegen, wie das hier ist. Noch nicht groß laut, ne? Der eine, der da rumwandert, ja gut, der war wahrscheinlich auch schon bei der Stadt irgendwie in der Nähe. Ja. Und los. Ich habe Dringendes zu erledigen. So, dann haben wir wieder eine Quest aufgesammelt. Leichenschmaus. Suche das Übel in der Gruft. Na, das machen wir doch gerne. Ei? Hilfreiche Tatze. Adlerauge. Ich muss sagen, wenn das jetzt so ein bisschen Cthulhu-esque ist, dann... Armer Trutz. Ist das natürlich für mich doch ein bisschen schade, weil ich meine, ich mag ja auch total diese ganzen Cthulhu- und Lovecraft-Sachen. Nur in dieser schönen, bunten Fantasy-Märchenwelt
ist das, ja, wirkt es eben nicht so horrormäßig, ne? Ob der Imker wohl... Aber gut, man kann das ja auch kombinieren, DSA und Cthulhu. Ne? Es gibt ja da von Ulysses diese Adaption von den D&D-Cthulhu-Sachen. Aber damals habe ich das alles... Was heißt damals? Ich glaube, so lange ist es noch gar nicht her. Aber ich habe diese ganzen Crowdfunding-Sachen gar nicht mitgemacht gehabt. So, die seltenen Münzen, also diese Münzenarten hier, wie heißen die? Alte Bronzemünze und seltene Münze. Als ich die verkauft hatte, das wollte ich auch noch sagen, es hat wirklich ultra Kohle gegeben. Also 250 Dukaten oder so habe ich dafür bekommen. Das war richtig, richtig lohnenswert. Also sehr gut, dass wir die eingesammelt haben. Okay, eine Inschrift. Die Wahrheit der Finsternis. Du glaubst, mit deinem Schlüssel allein könntest du diesen Weg erschließen? Du glaubst, das Licht, das du mit dir bringst und das dir die Feuerschalen spenden, kann dich sehen machen? Dann irrst du. Trage weiter deinen hellen Schein mit dir. Weder wirst du jemals die Wahrheit begreifen, die die Finsternis ist, noch wirst du den Weg erkennen, den sie dir weist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwas... fieseres ist. Oder ob das Boron gefällig sein soll. Oh. Ich dachte, die Falle wäre jetzt irgendwie schon weg. Ja. Balsam Salabunde. Ach, man kann die Feuerschalen, glaube ich, ausmachen. Schon erledigt. Aber so. Ach so. Das ist so eine Art... Wird gemacht. Rätseltext. Schon erledigt. Wird gemacht. Okay. Ja. Balsam Salabunde. Ach, man darf auch keinen Lichtzauber anhaben, oder was? Nochmal, okay. Das Licht, das du mit dir bringst und das dir die Feuerschalen spenden, kann dich sehen machen, dann irrst du. Gut, dürfen wir also anscheinend nicht anhaben. Okay, dann wurde das von der Familie damals wahrscheinlich einfach geschrieben. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das hier noch eine gute Weile dauert, bis das Ding alle ist. Fast 5 Minuten, glaube ich. Nochmal gucken, wo die Feuerfliegennester sind. Okay. Ach, Leute, wir machen das einfach jetzt mal so. Wir gehen jetzt hier zu den restlichen Feuerfliegennestern. Und dann kommen wir einfach wieder zurück und machen das Licht dann nicht nochmal an. Ja. Ach, ist das schon Wetter heute. Ja, okay, hier in den abgelegenen... Endlich ist es mal wieder richtig warm. Praius sei Dank. Bei den abgelegenen Häusern war ich wirklich noch nicht. Ja, aber zu warm darf es auch nicht werden. Nee, zu warm nicht. Aber auch nicht zu kalt. Zu kalt ist auch nicht gut. Na gut.
Da sind ja die Nester schon. Oh, und ich merke gerade, die Fragezeichen sind natürlich trotzdem da, auch wenn man eine andere Quest angewählt hat. Die werden dann bloß rot. Okay. Sehr schön. Dann haben wir ja noch was Sinnvolles gemacht in der Zeit. Ja. Mhm. Na? Bei Angriff Schwarm! Auf, auf! Uah! Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Man ist meistens gar nicht so perfekt umzingelt, ne? Was? Sehr schön. Den hier kann man noch nicht mal mit dem Mauszeiger anwählen. Der scheint einfach komplett zu Deko hier zu gehören. Ah, wie geil. Die Rundumschlag-Effekte, die sind einfach trotzdem erschienen, obwohl er einfach weitergelaufen ist. Okay, gehe zurück zur Kaserne. Sehr schön. Das machen wir natürlich nicht. Wir gehen schön zurück zu der Gruft, denn wir müssen nur noch 1,5 Minuten warten und in der Zeit können wir auch laufen. Ah, ist das ein Wetter heute. Endlich ist es mal wieder richtig. Irgendwas gab es ja auch bei bei der Zollfeste bei der Alten, ne? Da war auch noch irgendwas, was man nochmal wieder machen konnte. Da müssen wir bei Zeiten auch nochmal hin. Aber wir wollen natürlich auch noch wieder zum Jagdrevier. Und dann ja auch in den Effa-Tempel noch und dann so langsam in die Add-on-Welt, nenne ich es mal. So. Kann man die eigentlich auch wieder anmachen? Ja, ne? Wird gemacht. Okay. Dann können wir ja nochmal unsere Zauber hier erneuern. Außer natürlich den Flimflam. Das sollten wir nicht tun. Überlegt, ob ich vielleicht ein ganz bisschen Astralpunkte steige, aber. Okay. 10, 9, 8 und so weiter. Das klappt so nicht. Ich kann im Dunkeln genauso gut sehen wie du, Freunde. Ja, das weiß ich doch. Weiß ich. Sehr lustig. Ja. Dämmerungssicht. Oder DSA 5, Dunkelsicht 1 und 2, glaube ich. Hätte man das auch vorher schon anklicken können? Ich mache das. Diese Tür ist offen. Oh, fuck. Ganz schön viele Ratten. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ihn. Das Skelett hat schon mal glühende Augen, das gefällt mir nicht. Das sieht ja fast wie so ein Skelett-Magier aus. Wow. Ja. Ja.
Und hier drin brennen natürlich Fackeln. Ein guter Freund regt sich ständig darüber auf, dass in allen möglichen Rollenspielen ja in irgendwelchen Höhlen und Grüften ständig immer irgendwelche komischen Lichtquellen sind. Nur damit der Spieler oder die Spielerin da kein Problem hat. Oh. Hä? Wer kommt denn da? Mahnende Statue. Fledermäuse, really? Ich glaube, jetzt können wir aber wieder Licht machen, ne? Ja? So, von denen sammle ich jetzt aber auch nichts ein. Ja, das Spiel dauert auch echt ein bisschen länger, wenn man... Dann mal los! ...ständig irgendwie von Viechern und so alles einsammelt. Ja. Orbin? Aber ich bin dann auch immer gierig. Ich möchte die Sachen dann auch immer alle lieber mitnehmen. Oh! Ja! Das ist gut. Oh, und ich habe natürlich komplett vergessen, dass ich eigentlich mit dem ganzen Gold, das wir haben, 427, das war da durchaus wegen der Waffen nochmal gucken können. Was? So, diese Statue, da können wir nichts machen. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich auch nicht wirklich an diese Gruft hier. Ja, ja, die stehen bestimmt dann alle auf. Na? Die sehen schon so aus, als wenn sie alle aufstehen werden. Das finde ich tatsächlich bei Skyrim immer so geil. Ich bin ja gerade eigentlich nebenbei auch noch schon seit längerer Zeit dabei, die Skyrim Special Edition mit besserer Grafik und so weiter mal durchzuspielen. Leider habe ich den Großteil schon durchgespielt, bevor ich den neuen PC bekommen habe. Wobei auch mit dem alten PC ging das noch alles ganz gut. Bloß es war nicht so perfekt flüssig alles. Ja. Und da finde ich es immer cool, wenn man in so einer Gruft rumläuft und dann sind da eben die Untoten und dann, wenn man dann gut schleicht und die dann einfach nur so in ihren Nischen rumhängen, dann kann man die einfach so mit Schleichangriffen mit dem Bogen in ihrer Nische einfach so killen und dann haben sie irgendwie so einen Pfeil irgendwie im Kopf. Kann man sie einfach ausrauben und sie kippen es aus ihrer Nische raus. Also, finde ich cool. Bei solchen Sachen denke ich jetzt immer, oh scheiße, man kann Krankheiten und alles kriegen mit den Charakteren und keine Ahnung, oder Vampirismus oder so. Aber, also sind jetzt keine Vampire, aber, ne, wenn es jetzt Vampire wären. Aber, ja, so ist das ja gar nicht. Wir sind ja hier bei Drakensang, das ist ja alles da nicht so schlimm. Oh, da hat, glaube ich, jeder Schlag getroffen, ne? Ah, wie geil, der zuckt noch so. Ja? Ja, Leute. Adleraugen. Ja. Das war's dann wohl mit euch. Von denen kann man, glaube ich, auch nichts einsammeln. Die haben alle so einen Knochen in der Hand. Na? Die sind natürlich auch alle gleich designt, ne? Da haben sie ein Modell gemacht. Und alle sehen natürlich dann entsprechend gleich aus. Wobei... Was? Die stehen hier anscheinend jetzt nicht alle auf.
zumindest bisher. Was? Ja. Ja. Was? Ja. Oh, mein Gott. Was? Du solltest eigentlich auch noch den Krug. Ja. Okay, versammeln wir mal lieber die Gruppe wieder. Die haben sich hier wirklich eine Riesengruft angelegt, ne? Also. Was? Haben sich echt nicht lumpen lassen. Hm? Ja. Na. Was? Na? Na, dann hau den mal um. Bei Angriff Sparta! Oh, 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 oh. Ja. Jetzt aber mal rundum. Ja. Jetzt ein bisschen locker genommen, ehrlich gesagt. Komm, komm! Ich glaube, Vorgrim wird umkippen. Aber ich glaube, wir schaffen das durchaus. Oh, mit Meisterparade kann man keine Kampfmanöver mehr machen. Okay, krass. Was? Oh, Vorgrim ist tatsächlich umgefallen. Ja. Weiche. Aber ich glaube, das schaffen wir trotzdem recht locker. Vorgrim musste sich jetzt ein bisschen opfern. Komm, komm! Aber er ist eben auch unser, oder mit unser heldenhaftester Kämpfer, ne? Ei! Auch wenn er vielleicht Elfenmagie nicht so gerne mag. Geil.
geheilt werden soll er natürlich schon. Balsam, Salabunde. So, looten können wir die sowieso alle nicht. Okay, hier war ein Gitter. Ach, hier kann man gar nicht rein. Aber hinter den Gittern sind doch eigentlich die Sarkophage. Was? Ja? Armer Trutz! Wir hätten mal Murmeln in den Gang legen sollen. Wäre mal interessant gewesen, ob die Gule dann umgefallen wären. Adleraugen! Okay, das war aber noch nicht alles anscheinend. Aber, na, was steht hier? Deckeneinsturz. Ja, sieht eher aus wie ein Mauerdurchbruch, ehrlich gesagt. Das war jetzt wahrscheinlich die heftigste Stelle. Ei? Na, da ist doch wieder einer. War ihr? Ja. Ich gehe schon mal. Boah, zwei sind jetzt wirklich kein Problem. Man kann Vorgehen nehmen, weil die Kugel zerstört. Ja. Da können wir wirklich entspannt sein. Oh. Gut. Was passiert? Ich passiert gar nichts. Nicht. Beeil mich. Oh, hier. Wird gemacht. Okay, wir sollten vielleicht erstmal lesen. Emblem. Bruchstück eines Emblems. Es scheint ein Wappen darzustellen. Interessant. Emblem wohl gut ist. Da hinten ist das Wappen. Chronik von Goldenhain. Okay, gucken wir mal. Die Chronik von Goldenhain. Es geschah im Jahre 1003 nach Bosporans Fall, dass Joachim von den Goldenen Lanzen in die Schlacht der 1000 Oger an den Trollzacken zog. Im Alleingang riss er 4 Ogerbestien mit seiner Klinge ins Grab und erst der letzte brach ihm die Knochen des Waffenarms. Seine Gefährten nannten ihn den Ogerreißer und sein Waffenbruder Arems von Goldenhain vermachte ihm mit seinen letzten Atemzügen seinen Namen und sein gesamtes Gut. Einen goldenen Hain voller Apfelbäume in der Baronie Nadoret. So kam es, dass Joachim das Schwert niederlegte, sich eine Frau aus Nadoret nahm und das Wappen von Goldenhain annahm. Doch er ahnte nichts von dem Fluch, der auf dem Gut lastete. Seine Frau Elesa gebar ihm einen Sohn, Marek, aber der durfte nicht einen Sommer erleben. Aus der Erde der Auen erhoben sich die Hände der Toten und mit kalten Fingern griffen sie das Kind aus der Wiege, um es mit sich unter die Welt zu nehmen. Aber Joachim weigerte sich, das Gut seines Waffenbruders aufzugeben, selbst nachdem er den Raub seines Sohnes hatte mit ansehen müssen. Am Bett seiner Tochter, Susanna, hielt er jede Nacht Wache. Als dann die Toten kamen, nahmen sie jedoch nicht sein Kind, sondern Joachim selbst und rissen ihm in seinem eigenen Haus das Fleisch herunter. Denn die Toten dulden keinen Mann als Herren auf Goldenhain. Sie sehen in ihm Arems, den gottlosen Mann, der seinen Hain auf einem Bochonsacker pflanzte. Und bis ins Grab sind sie Joachim gefolgt, bis in diese Gruft. Deshalb ist die Grabkammer Joachims versiegelt, damit die kalten Körper, die ihn selbst im Tode noch verfolgen, nicht den Weg nach draußen finden. Elesa und Susanna versuchten, den Hain allein am Leben zu halten, doch ihre Blüte verging wie die der Bäume, um die sie sich sorgten. Sie verließen den Hain und die Apfelbäume welkten dahin. Deshalb liegt in nur einem von den 4 Sarkophagen in dieser Gruft ein Körper, der des Ritters Joachim. Bis die Leichname seiner Familie gefunden werden, enthalten die 4 Sarkophage nur die Teile des Wappens von Goldenhain, eingesetzt in die Tafel
vor Joachims Kammer öffnen sie den Zugang zum Grab des Ogerreißers. Doch ich, der Verwalter des Nachlasses von Goldenhain, kann mir nicht vorstellen, wozu das nötig sein sollte. Oh. Das heißt, mit dem Emblem haben wir jetzt nur ein von vier Teilen, oder was? Ich kann ja mal gucken. Wird gemacht. Ah, wir haben tatsächlich jetzt hier ein Teil reingesetzt. Okay. Familienchronik. Man wird also auf jeden Fall wissen, wo man dann hin muss. Ist halt trotzdem die Frage, was? Ob diese ganzen rumliegenden Skelette da mit den leuchtenden Augen, ob die wirklich noch aufstehen werden. Hey, das ist doch alles etwas größer, als ich dachte, ehrlich gesagt. Na? Ich dachte, das wäre jetzt nur so eine kleine Nebensache. So, ich glaube, den Kampf kriegen wir locker hin. Ja. Da können wir nebenbei auch einsammeln. Tja. Ja. Ein bisschen rumgucken. Schon erledigt. Wobei. Es sollen ja vier Sarkophage sein. Und drei davon sind leer. Das heißt, wir müssen vielleicht nur drei von diesen Emblemen finden. Na gut. Was? Die Falle haben wir irgendwie auch nicht gesehen. Ja, was? Ja. Ei? Na gut. Aber da hinten ist ja noch ein Weg, ne? Das ist die Richtung, ja. Ah. Oh. Verdammte Falle. Ja, armer Tod. So, den Verband nimmt sie mal wieder. Was? Ja. Ja. Mal dieses Aufteilen. Aber. Nee. Ja. Hier ist soweit kein weiteres Grab. Ja. Mahnende Statue. Aber wir brauchen ja eigentlich noch ein bisschen mehr, ne? Ich weiß nicht, da im Nordosten, ob da noch irgendwas ist? Oder im Südosten?
gucken wir mal nach. Aber ich glaube, also wir haben ja hier in den ganzen Nischen auch schon geschaut, ne? Ja. Nee. So geht das natürlich nicht. Aber dann fehlt doch trotzdem noch ein Emblem, oder? Ups, was ist denn hier? Warte mal, Questsack. Hä? Ach so, oh, geht noch weiter nach unten. Genau, Emblem. Ja, eins haben wir hier noch. Aber den Gang sind wir doch auch schon gegangen. Aber ich würde jetzt wirklich denken, dass das drei Embleme sein müssen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir noch was finden. Oh, da ist ein Sarkophag. Allerdings ist der schon offen. Ach, der Ghoul hatte das. Na gut. Lassen wir mal. In ihr besseres Dasein entfleuchen. Oh, Tuva, Schlüsselhilfe. Sehr schön. So. Also wir sollen ja eigentlich zum Bohren geweiht sein. Na? Ja. Jetzt würde ich aber denken. Was? Ja. Dass wir doch erstmal das mit dem Emblem noch machen müssen, ne? Das können wir ja jetzt hier nicht auf uns sitzen lassen. Ist anscheinend so eine optionale Sache. Aber ich muss wirklich sagen, ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Das Ganze hier. Aber gut. Das mag auch seinen Grund haben, weil das einfach so eine Art extra... okay, es ist keine Mini-Quest. Irgendwie so eine extra Quest halt ist, ne? Oh. Können wir da durch? Wow. Shit. Was? Okay, das ist alles ein Weg. Sehr schön. Oh. Es könnte Folgen haben, hier etwas anzufassen. Deswegen liegen da wahrscheinlich diese ganzen Skelette rum. Weil wir kriegen hier wahrscheinlich irgendwas und gleichzeitig müssen wir dann kämpfen. Oh ja, das sieht nach Kampf aus. Rat an die Schändlichen. Ihr betretet die Grabkammer des Joachim Goldenhain, dem Ogerreißer. Wagt es, Hand an seinen Sarkophag zu legen und sein Fluch wird entfesselt. Wie die Toten gekommen sind, um Joachim zu sich zu holen, so werden sie auch euch mit sich nehmen. Eure Haut soll brennen wie Pergament und die Klingen der Toten werden der Pflug sein, der Furchen durch das Feld eures Fleisches zieht. Das Grab dessen von Goldenhain wird auch eures werden, wenn ihr nicht umkehrt. Geht eurer Wege, noch könnt ihr es. Ja, gut.
Okay. Ich würde mal sagen, ich überlege mir nochmal, ob ich das hier aufmache. Gut, wir können ja, wir haben ja gespeichert hier, ne? Ist ja kein Problem. Die werden sicherlich aufstehen hier. Das sind ja anscheinend die ganzen, die ihm da zugesetzt haben damals. Und wir können den Sarkophag aufmachen. Ja, ich denke mal, das ist so ein Deal, dass wir hier was Cooles kriegen. Aber dafür müssen wir uns hier mit den ganzen Toten rumprügeln. Allerdings wären sie dann auch besiegt, ne? Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann wären wir sie immerhin los. Auch nicht schlecht eigentlich. Okay. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das nächstes Mal mal an und ja, gehen dann wieder zum Brunnengeweihten. Gut. Also, dann mit diesem kleinen Cliffhanger, dann bis zum nächsten Mal.